Ja. Zum dritten Lesedinner in diesem literarischen Frühling hier im Hotel Die Sonne Frankenberg und im Gourmet-Restaurant Philipp Sollner. Ich darf Sie begrüßen im Namen der Organisatoren, Veranstalter des literarischen Frühlings. Das ist das Hotel Die Sonne Frankenberg, vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Sebastian Stoiber. Da ist er. Und durch das Hotel Schloss Waldeck in Waldeck am Edersee, vertreten durch Herrn Engelhofen, der leider heute nicht hierher kommen kann, der muss noch aufräumen von den letzten Veranstaltungen in Waldeck. Das war am Freitag ein sehr schönes Lesedinner. Und im Namen von mir selbst, Christiane Kohl von Romantik Hotel Landhaus Bären. Also herzlich willkommen. Wir haben hier heute eine richtige Intensivveranstaltung in Sachen Weltklassiker, also Klassiker der Weltliteratur, diesmal wirklich der Klassiker der Klassiker. Sind Sie dort? Genau, ich habe selber ein Mikrofon. Ja. Erstmal hallo, ich freue mich sehr hier zu sein. Begrüße Sie recht herzlich. Ich hoffe, wir haben alle einen sehr schönen Vormittag. Also an der Volksbühne in Frankfurt spielen wir den Werther, aber eher in einer Inszenierung für jüngeres Publikum. Und daran ist auch das Kostüm angelegt. Also da habe ich so eine rote Trainingshose an, ein weißes T-Shirt und so eine gelb-blaue Trainingsjacke. Also das ist auch, da orientieren wir uns auch mit den Farben am Original-Werther-Kostüm. Hier hätte ich jetzt gedacht, das wäre ein bisschen unpassend gewesen für diese Veranstaltung. Deswegen habe ich hier mich etwas schicker gekleidet, wollte aber nicht allzu verkleidet aussehen, sondern eher auch als Dinnergast durchgehen können und habe mich deswegen für den blauen Anzug und ein gelbes Hemd entschieden. Und die Kleidung wird sich auch im Laufe der Lesung noch ein bisschen verändern? Oder? Vielleicht, ja, wird sich das noch ein bisschen dekonstruieren, so wie es auch mit dem Werther am Ende immer mehr zugrunde geht, genau. Ja, also deshalb haben wir jemanden eben aus einen kundigen jungen Mann hier engagiert. Nicht vorzustellen brauche ich Ihnen natürlich Erik Arnecke, den Küchenchef des Hauses hier. Er hat schon viele, viele Lesedinner beim literarischen Frühling mit einem exquisiten Beiträgen bereichert, nämlich seiner Kochkunst. Erik Arnecke ist seit 9,5 Jahren hier der Küchenchef in Philipp Soldern und hat seit vielen Jahren seinen Michelin-Stern verteidigt und auch schon viele andere Preise bekommen für seine tolle Küche. Er stammt aus Bornstedt bei Magdeburg und ist ein großer Könner, wie wir das schon wissen. Und war früher mal im Aqua in Wolfsburg, Residenz in Essen, Fährhaus in Sylt, lauter tolle Adressen. Und ja, er hat jetzt hier was Spezielles gekocht, was damit zusammenhängt mit dem, was gelesen wird. Ja, erstmal schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Also viele bekannte Gesichter, glaube ich, aus jedem Tisch, war jeder schon mal bei uns im Restaurant. Freut mich, dass die Veranstaltung wieder sich so hoher Nachfrage erfreuen. Und wir haben natürlich, Frau Kohl und Herr Brill haben auch ein Rezeptbuch aus der Zeit Goethes mir zur Verfügung gestellt, weil es im Werther direkt nicht um das Essen geht. Aber wir haben daraus ein paar wunderschöne Rezepte entnommen, die, denke ich, jedermann auch ansprechen. Natürlich haben wir das Ganze von der Essenseite ein bisschen moderner gestaltet, wie es vielleicht um 1700 war. Und ich freue mich, dass Sie einen entspannten Nachmittag bei uns verleben und bin gespannt auf Ihr Feedback. Also gestern war, glaube ich, alle sehr zufrieden. Und wünsche Ihnen einen kulinarischen Nachmittag mit den Vorlesungen von Sam. Alles gut. Vegetarische Tarts habe ich insgesamt 4, weil einmal haben wir keine Brustkrebse. Immer mal wieder kleine Zwischenteile geben, in denen vor allem, wenn wir große Zeitsprünge machen im Roman. Ich kann hier natürlich nicht den ganzen Werther lesen.
Genau, die werde ich auch vorlesen. Die sind aber nicht original aus dem Werther-Roman, sondern sind einfach kleine Erklärungen zwischendrin. Genau. So jetzt auch am Anfang. Also Goethes Werk, Die Leiden des jungen Werther, ist ein fiktiver Briefroman. Der Ich-Erzähler ist Werther. Er schreibt an seinen besten Freund Wilhelm, von dem wir aber sonst nichts Näheres erfahren. Die Briefe sind allesamt datiert und umfassen einen Zeitraum von gut 1,5 Jahren. Vom 4. Mai 1771 bis zum 24. Dezember 1772. Das Werk wird eingeleitet mit der Bemerkung eines fiktiven Herausgebers, der den Eindruck erweckt, es handle sich bei den Briefen um echte Dokumente, die er gefunden habe. Sie hören jetzt Auszüge, und zwar aus denjenigen Passagen, die entscheidend für den Gang der Handlung und das Verständnis des Werkes sind. Am 16. Julius 1771. Warum ich dir nicht schreibe, fragst du das und bist doch auch der Gelehrten einer. Du solltest raten, dass ich mich wohl befinde. Und zwar, kurz und gut, ich habe eine Bekanntschaft gemacht, die mein Herz näher angeht. Dir in der Ordnung zu erzählen, wie es zugegangen ist, dass ich eins der liebenswürdigsten Geschöpfe habe kennenlernen, wird schwer halten. Ich bin vergnügt und glücklich und also kein guter Historienschreiber. Einen Engel. Pfui, das sagt jeder von der Seinigen, nicht wahr? Und doch bin ich nicht imstande, dir zu sagen, wie vollkommen sie ist, warum sie vollkommen ist. Genug. Sie hat allen meinen Sinn gefangen genommen. So viel Einfalt bei so viel Verstand, so viel Güte bei so viel Festigkeit und die Ruhe der Seele bei dem wahren Leben und der Tätigkeit. Das ist alles garstiges Gewäsch, was ich da von ihr sage. Leidige Abstraktionen, die nicht einen Zug ihres Selbst ausdrücken. Ein andermal. Nein, nicht ein andermal, jetzt gleich will ich dir es erzählen. Tu ich es jetzt nicht, so geschehe es niemals. Denn unter uns, seit ich angefangen habe zu schreiben, war ich schon dreimal im Begriffe, die Feder niederzulegen, mein Pferd zu satteln und hinauszureiten. Und doch schwur ich mir heute früh, nicht hinauszureiten und gehe doch alle Augenblick ans Fenster, zu sehen, wie hoch die Sonne noch steht. Ich hab's nicht überwinden können, ich musste zu ihr hinaus. Da bin ich wieder, Wilhelm, will mein Butterbrot zu Nacht essen und dir schreiben. Welch eine Wonne das für meine Seele ist, sie in dem Kreise der lieben, muntern Kinder, ihre 8 Geschwister, zu sehen. Wenn ich so fortfahre, wirst du am Ende so klug sein wie am Anfange. Höre denn, ich will mich zwingen, ins Detail zu gehen. Ich schrieb dir neulich, wie ich den Amtmann S. habe kennenlernen und wie er mich gebeten habe, ihn bald in seiner Einsiedelei oder vielmehr seinem kleinen Königreiche zu besuchen. Ich vernachlässigte das und wäre vielleicht nie hingekommen, hätte mir der Zufall nicht den Schatz entdeckt, der in der stillen Gegend verborgen liegt. Unsere jungen Leute hatten einen Ball auf dem Lande angestellt, zu dem ich mich denn auch willig finden ließ. Ich bot einem hiesigen, guten, schönen, übrigens unbedeutenden Mädchen die Hand und es wurde ausgemacht, dass ich eine Kutsche nehmen, mit meiner Tänzerin und ihrer Base nach dem Orte der Lustbarkeit hinausfahren und auf dem Wege Charlotten S. mitnehmen sollte. Sie werden ein schönes Frauenzimmer kennenlernen, sagte meine Gesellschafterin, da wir durch den weiten, ausgehauenen Wald nach dem Jagdhause fuhren. Nehmen Sie sich in Acht, versetzte die Base, dass Sie sich nicht verlieben. Wieso? Sagte ich. Sie ist schon vergeben, antwortete jene, an einen sehr braven Mann, der weggereist ist, seine Sachen in Ordnung zu bringen, weil sein Vater gestorben ist, und sich um eine ansehnliche Versorgung zu bewerben. Die Nachricht war mir ziemlich gleichgültig. Die Sonne war noch eine Viertelstunde vom Gebirge, als wir vor dem Hoftore anfuhren. Es war sehr schwül, und die Frauenzimmer äußerten ihre Besorgnis wegen eines Gewitters, das sich in weiß-grauen, dumpfichten Wölkchen rings am Horizonte zusammenzuziehen schien.
Ich täuschte ihre Furcht mit anmaßlicher Wetterkunde. Ob mir gleich selbst zu ahnen anfing, unsere Lustbarkeit wäre ein Stoß, nein. Ich war ausgestiegen und eine Magd, die ans Tor kam, bat uns, einen Augenblick zu verziehen. Mamsell Lottchen würde gleich kommen. Ich ging durch den Hof nach dem wohlgebauten Hause und da ich die vorliegenden Treppen hinaufgestiegen war und in die Tür trat, fiel mir das reizendste Schauspiel in die Augen, das ich je gesehen habe. In dem Vorsaale wimmelten 6 Kinder von 11 zu 2 Jahren um ein Mädchen von schöner Gestalt, mittlerer Größe, die ein simples weißes Kleid mit blassroten Schleifen an Arm und Brust anhatte. Sie hielt ein schwarzes Brot und schnitt ihren Kleinen ringsherum jedem sein Stück nach Proportion ihres Alters und Appetits ab, gab's jedem mit solcher Freundlichkeit und jedes rief so ungekünstelt sein Danke, indem es mit den kleinen Händchen lange in die Höhe gereicht hatte, ehe es noch abgeschnitten war und nun mit seinem Abendbrote vergnügt entweder wegsprang oder nach seinem stillern Charakter gelassen davon ging nach dem Hoftore zu, um die Fremden und die Kutsche zu sehen, darin ihre Lotte wegfahren sollte. Ich bitte um Vergebung, sagte sie, dass ich sie hereinbemühe und die Frauenzimmer warten lasse. Über dem Anziehen und allerlei Bestellungen fürs Haus in meiner Abwesenheit habe ich vergessen, meinen Kindern ihr Vesperbrot zu geben und sie wollen von niemandem Brot geschnitten haben als von mir. Ich machte ihr ein unbedeutendes Kompliment. Meine ganze Seele ruhte auf der Gestalt, dem Tone, dem Betragen. Und ich hatte eben Zeit, mich von der Überraschung zu erholen, als sie in die Stube lief, ihre Handschuhe und den Fächer zu holen. Die Kleinen sahen mich in einiger Entfernung so von der Seite an. Und ich ging auf das Jüngste los, das ein Kind von der glücklichsten Gesichtsbildung war. Es zog sich zurück, als eben Lotte zur Türe herauskam und sagte, Luis, gib dem Herrn Vetter eine Hand. Das tat der Knabe sehr freimütig. Und ich konnte mich nicht enthalten, ihn, ungeachtet seines kleinen Rotznäschens, herzlich zu küssen. Vetter, sagte ich, indem ich ihr die Hand reichte, glauben Sie, dass ich des Glücks wert sei, mit Ihnen verwandt zu sein? Oh, sagte sie mit einem leichtfertigen Lächeln, unsere Vetternschaft ist sehr weitläufig und es wäre mir leid, wenn Sie der Schlimmste drunter sein sollten. So, jetzt machen wir einen kleinen Sprung. Die jungen Leute fahren jetzt gemeinsam in der Kutsche zu dem Lokal, wo der Dorfball stattfindet. Dort tanzen sie zunächst jeweils mit den Damen und Herren, mit denen sie verabredet sind. Und zwar erst Menuett, dann einen englischen Tanz und schließlich Kontretanz. Dieser Kontretanz war im 18. Jahrhundert ein beliebter Gruppen- und Gesellschaftstanz, bei dem sich die Tänzer zunächst paarweise gegenüberstanden, dann wechselte man die Partner. Ich bat sie um den zweiten Kontretanz. Sie sagte mir den dritten zu. Und mit der liebenswürdigsten Freimütigkeit von der Welt versicherte sie mir, dass sie herzlich gern Deutsch tanze. Es ist hier so Mode, fuhr sie fort, dass jedes Paar, das zusammengehört, beim Deutschen zusammenbleibt. Und mein Chapeau weist schlecht und dankt mir's, wenn ich ihm die Arbeit erlasse. Ihr Frauenzimmer kann's auch nicht und mag nicht. Und ich habe im Englischen gesehen, dass sie gut walzen. Wenn Sie nun mein sein wollen fürs Deutsche, so gehen Sie und bitten Sie's von meinem Herrn aus. Und ich will zu Ihrer Dame gehen. Ich gab ihr die Hand darauf und wir machten aus, dass Ihr Tänzer inzwischen meine Tänzerin unterhalten sollte. Nun ging's an. Wir ergänzten uns eine Weile an mannigfaltigen Schwingungen der Arme. Mit welchem Reize, mit welcher Flüchtigkeit bewegte sie sich? Und da wir nun gar ans Walzen kamen und wie die Sphären umeinander herumrollten, ging's freilich anfangs, weil es die wenigsten können, ein bisschen bunt durcheinander. Wir waren klug und ließen sie austoben. Und als die Ungeschicktesten den Plan geräumt hatten, fielen wir ein und hielten mit noch einem Paare, mit Audran und seiner Tänzerin,
wacker aus. Nie ist mir so leicht vom Flecke gegangen. Ich war kein Mensch mehr. Das liebenswürdigste Geschöpf in den Armen zu haben und mit ihr herumzufliegen wie Wetter, dass alles ringsumher verging. Und Wilhelm, um ehrlich zu sein, tat ich aber doch den Schwur, dass ein Mädchen, das ich liebte und auf das ich Ansprüche hätte, mir nie mit einem anderen walzen sollte als mit mir. Und wenn ich drüber zugrunde gehen müsste, du verstehst mich. Wir machten einige Touren gehend im Saale, um zu verschnaufen. Dann setzte sie sich und die Orangen, die ich beiseite gebracht hatte, die nun die einzigen noch übrigen waren, taten vortreffliche Wirkung. Nur, dass mir mit jedem Schnittchen, das sie einer unbescheidenen Nachbarin ehrenhalber zuteilte, ein Stich durchs Herz ging. Beim dritten englischen Tanz waren wir das zweite Paar. Wie wir die Reihe durchtanzten und ich, weiß Gott, mit wie viel Wonne an ihrem Arm und Auge hing, das voll vom wahrsten Ausdruck, des offensten, reinsten Vergnügens war. Kommen wir an eine Frau, die mit wegen ihrer liebenswürdigen Miene auf einem nicht mehr ganz jungen Gesichte merkwürdig gewesen war. Sie sieht Lotten lächelnd an, hebt einen drohenden Finger und nennt den Namen Albert zweimal im Vorbeifliegen mit viel Bedeutung. Wer ist Albert? Sagte ich zu Lotten, wenn's nicht Vermessenheit ist zu fragen. Sie war im Begriff zu antworten, als wir uns scheiden mussten, um die große Achte zu machen. Und mich dünkte, einiges Nachdenken auf ihrer Stirn zu sehen, als wir so voreinander vorbeikreuzten. Was soll ich sie Ihnen leugnen? Sagte sie, indem sie mir die Hand zur Promenade bot. Albert ist ein braver Mensch, dem ich so gut als verlobt bin. Nun war mir das nichts Neues, denn die Mädchen hatten mir es auf dem Wege gesagt. Und war mir doch so ganz neu, weil ich es noch nicht im Verhältnis auf sie, die mir in so wenig Augenblicken so wert geworden war, gedacht hatte. Genug. Ich verwirrte mich, vergaß mich und kam zwischen das unrechte Paar hinein, das alles drunter und drüber ging und Lottens ganze Gegenwart und Zerren und Ziehen nötig war, um es schnell wieder in Ordnung zu bringen. Der Tanz war noch nicht zu Ende, als die Blitze, die wir schon lange am Horizonte leuchten gesehen und die ich immer für Wetterkühlen ausgegeben hatte, viel stärker zu werden anfingen und der Donner die Musik überstimmte. Drei Frauenzimmer liefen aus der Reihe, denen ihre Herren folgten. Die Unordnung wurde allgemein und die Musik hörte auf. Wir traten ans Fenster. Es donnerte abseitwärts und der herrliche Regen säuselte auf das Land. Und der erquickendste Wohlgeruch stieg in aller Fülle einer warmen Luft zu uns auf. Sie stand, auf ihren Ellenbogen gestützt. Ihr Blick durchdrang die Gegend. Sie sah gen Himmel und auf mich. Ich sah ihr Auge tränenvoll. Sie legte ihre Hand auf die meinige und sagte, Klopstock. Ich erinnerte mich sogleich der herrlichen Ode, die ihr in Gedanken lag, und versank in dem Strome von Empfindungen, den sie in dieser Losung über mich ausgoss. Ich ertrug's nicht, neigte mich auf ihre Hand und küsste sie unter den wonnevollsten Tränen und sah nach ihrem Auge wieder. Edler, hättest du deine Vergötterung in diesem Blicke gesehen und möchte ich nun deinen so oft entweihten Namen nie wieder nennen hören. Jetzt gibt es den Zwischengang, Antischocke und Zitronensauce, auch sehr lecker, guten Appetit. Wir sehen uns gleich wieder. Gleich nochmal die Dinger. Die Gnocchi. Warte, ich mach's so. Du verstehst mich. Nein, mein Herz ist so verderbt nicht. Schwach, schwach genug. Ist das nicht verderben? Sie ist mir heilig. Alle Begier schweigt in ihrer Gegenwart. Ich weiß nie, wie mir ist, wenn ich bei ihr bin. Es ist,
als wenn die Seele sich mir in allen Nerven umkehrte. Sie hat eine Melodie, die sie auf dem Klaviere spielt, mit der Kraft eines Engels. So simpel und so geistvoll. Es ist ihr Leiblied. Und mich stellt alles, und mich stellt es von aller Pein, Verwirrung und Grillen her, wenn sie nur die erste Note davon greift. Kein Wort von der Zauberkraft der alten Musik ist mir unwahrscheinlich, wie mich der einfache Gesang angreift und wie sie ihn anzubringen weiß, oft zu der Zeit, wo ich mir eine Kugel vor den Kopf schießen möchte. Die Irrung und Finsternis meiner Seele zerstreut sich und ich atme wieder frei. 26. Julius. Ich habe mir schon manchmal vorgenommen, sie nicht so oft zu sehen. Ja, wer das halten könnte. Alle Tage unterliege ich der Versuchung und verspreche mir heilig, morgen willst du einmal wegbleiben. Und wenn der Morgen kommt, finde ich doch wieder eine unwiderstehliche Ursache. Und ehe ich mich versehe, bin ich bei ihr. Entweder sie hat es abends gesagt, sie kommen doch morgen. Wer könnte da wegbleiben? Oder sie gibt mir einen Auftrag und ich finde schicklich, ihr selbst die Antwort zu bringen. Oder der Tag ist gar zu schön, ich gehe nach Walheim und wenn ich nun da bin, ist es nur noch eine halbe Stunde zu ihr. Ich bin zu nah an der Atmosphäre. Zuck, so bin ich dort. Meine Großmutter hatte ein Märchen vom Magnetenberg. Die Schiffe, die zu nahe kamen, wurden auf einmal alles Eisenwerks beraubt. Die Nägel flogen dem Berge zu und die armen Elenden scheiterten zwischen den übereinanderstürzenden Brettern. 30. Julius. Albert ist angekommen und ich werde gehen. Und wenn er der beste, der edelste Mensch wäre, unter den ich mich in jeder Betrachtung zu stellen bereit wäre, so wäre es unerträglich, ihn vor meinem Angesicht in Besitz so vieler Vollkommenheit zu sehen. Besitz. Genug. Wilhelm, der Bräutigam ist da. Ein braver, lieber Mann, dem man gut sein muss. Glücklicherweise war ich nicht beim Empfange, das hätte mir das Herz zerrissen. Auch ist er so ehrlich und hat Lotten in meiner Gegenwart noch nicht ein einzig Mal geküsst. Das lohnt ihm Gott. Um des Respekts willen, den er vor dem Mädchen hat, muss ich ihn lieben. Er will mir wohl. Und ich vermute, das ist Lottens Werk mehr als seine eigene Empfindung. Denn darin sind die Weiber fein und haben recht. Wenn sie zwei Verehrer in gutem Vernehmen miteinander erhalten können, ist der Vorteil immer ihr, so selten es auch angeht. Indes kann ich Alberten meine Achtung nicht versagen. Seine gelassene Außenseite sticht gegen die Unruhe meines Charakters sehr lebhaft ab, die sich nicht verbergen lässt. Er hat viel Gefühl und weiß, was er an Lotten hat. Er scheint wenig üble Laune zu haben. Und du weißt, das ist die Sünde, die ich ärger hasse am Menschen als alle andere. Er hält mich für einen Menschen von Sinn. Und meine Anhänglichkeit zu Lotten, meine warme Freude, die ich an allen ihren Handlungen habe, vermehrt seinen Triumph. Und er liebt sie nur desto mehr. Ob er sie nicht einmal mit keiner Eifersüchtelei peinigt, das lasse ich dahingestellt sein. Wenigstens würde ich an seinem Platz nicht ganz sicher vor diesem Teufel bleiben. Dem sei nun, wie ihm wolle, meine Freude bei Lotten zu sein, ist hin. Soll ich das Torheit nennen oder Verblendung? Was braucht's nach? Erzählt die Sache an sich. Ich wusste alles, was ich jetzt weiß, ehe Albert kam. Ich wusste, dass ich keine Prätension an sie zu machen hatte, machte auch keine. Das heißt, insofern es möglich ist, bei so viel Liebenswürdigkeit nicht zu begehren. Und jetzt macht der Fratze große Augen, da der andere nun wirklich kommt und ihm das Mädchen wegnimmt. Ich beiße die Zähne aufeinander und spott über mein Elend und spottete derer doppelt und dreifach, die sagen könnten, ich sollte mich resignieren und weil es nun einmal nicht anders sein könnte, schafft mir diese Strohmänner vom Halse. Ich laufe in den Wäldern herum und wenn ich zu Lotten komme und Albert bei ihr sitzt, in Gärtchen unter der Laube und ich nicht weiter kann, so bin ich ausgelassen närrisch
und fange viel Possen, viel verwirrtes Zeug an. Um Gottes Willen, sagte mir Lotte heute, ich bitte Sie, keine Szene wie die von gestern Abend. Sie sind fürchterlich, wenn Sie so lustig sind. Unter uns. Ich passe die Zeit ab, wenn er zu tun hat. Wutsch, bin ich draus. Und dann ist mir es immer wohl, wenn ich Sie allein finde. Gewiss, Albert ist der beste Mensch unter dem Himmel. Ich habe gestern eine wunderbare Szene mit ihm gehabt. Ich kam zu ihm, um Abschied von ihm zu nehmen, denn mich wandelte die Lust an, ins Gebirge zu reiten, von woher ich dir auch jetzt schreibe. Und wie ich in der Stube auf und ab gehe, fallen mir seine Pistolen in die Augen. Borge mir die Pistolen, sage ich, zu meiner Reise. Meinetwegen, sagte er, wenn du dir die Mühe nehmen willst, sie zu laden, bei mir hängen sie nur pro forma. Ich nahm eine herunter und er fuhr fort. Seit mir meine Vorsicht einen so unartigen Streich gespielt hat, mag ich mit dem Zeuge nichts mehr zu tun haben. Ich war neugierig, die Geschichte zu wissen. Ich hielt mich, erzählte er, wohl ein Vierteljahr auf dem Lande bei einem Freunde auf, hatte ein paar Terzerolen ungeladen und schlief ruhig. Einmal, an einem regnichten Nachmittage, da ich müßig sitze, weiß ich nicht, wie mir einfällt, wir könnten überfallen werden. Wir könnten die Terzerolen nötig haben und könnten... Du weißt ja, wie das ist. Ich gab sie den Bedienten, sie zu putzen und zu laden, und der dahlt mit den Mädchen, will sie schrecken, und Gott weiß wie, das Gewehr geht los, da der Ladstock noch drin steckt, und schießt den Ladstock einem Mädchen zur Maus herein an der rechten Hand und zerschlägt ihr den Daumen. Da hatte ich das Lamentieren und die Kur zu bezahlen obendrein. Und seit der Zeit lasse ich alles Gewehr ungeladen. So, jetzt machen wir einen kleinen Sprung. Werther und Albert unterhalten sich weiter, unter anderem darüber, wie gewisse Handlungen zu beurteilen sind. Dabei treten unterschiedliche Auffassungen zutage. Albert erscheint als vernünftiger, bürgerlicher Typus, der verlangt, der Mensch müsse seine Leidenschaften beherrschen. Und Werther hingegen tritt als Vertreter der neuen Generation des Sturm und Drang auf. Er fühlt sich als unabhängiger Individualist, will sich nicht einengen lassen und macht seine Empfindungen zum Maßstab seines Handelns. Dass ihr Menschen, rief ich aus, um von einer Sache zu reden, gleich sprechen müsst, das ist töricht, das ist klug, das ist gut, das ist bös. Was will das alles heißen? Habt ihr deswegen die inneren Verhältnisse einer Handlung erforscht? Wisst ihr mit Bestimmtheit die Ursache zu entwickeln, warum sie geschah, warum sie geschehen musste? Hättet ihr das, ihr würdet nicht so eilfertig mit euren Urteilen sein. Du wirst mir zugeben, sagte Albert, dass gewisse Handlungen lasterhaft bleiben. Sie mögen geschehen, aus welchem Beweggrunde sie wollen. Ich zuckte die Achseln und gab es ihm zu. Doch, mein Lieber, fuhr ich fort, finden sich auch hier einige Ausnahmen. Es ist wahr, der Diebstahl ist ein Laster. Aber der Mensch, der, um sich und die Seinigen vom gegenwärtigen Hungertode zu erretten, auf Raub ausgeht, verdient er Mitleiden oder Strafe? Wer hebt den ersten Stein auf gegen den Ehemann, der im gerechten Zorne sein untreues Weib und ihren nichtswürdigen Verführer aufopfert? Gegen das Mädchen, das in einer wonnevollen Stunde sich in den unaufhaltsamen Freuden der Liebe verliert? Unsere Gesetze selbst, diese kaltblütigen Pedanten, lassen sich rühren und halten ihre Strafe zurück. Das ist ganz was anders, versetzte Albert, weil ein Mensch, den seine Leidenschaften hinreißen, alle Besinnungskraft verliert und als ein Trunkener, als ein Wahnsinniger angesehen wird. Ach, ihr vernünftigen Leute, rief ich lächelnd aus. Leidenschaft, Trunkenheit, Wahnsinn. Ihr steht so gelassen, so ohne Teilnehmung da, ihr sittlichen Menschen. Scheltet den Trinker, verabscheut den Unsinnigen. Geht vorbei wie der Pharisäer, wie der Priester und dankt Gott wie der Pharisäer, dass er euch nicht gemacht hat wie einen von diesen. Ich bin mehr als einmal trunken gewesen. Meine Leidenschaften waren nie weit vom Wahnsinn. Und beides reut mich nicht. Denn ich habe in einem Maße begreifen lernen,
wie man aller außerordentlichen Menschen, die etwas Großes, etwas unmöglich Erscheinendes wirkten, von jeher für Trunkene und Wahnsinnige ausschreiten musste. Aber auch im gemeinen Leben ist es unerträglich, fast einem jeden bei Halbweg einer freien, edlen, unerwarteten Tat nachrufen zu hören: Der Mensch ist trunken, der ist närrisch. Schämt euch, ihr Nüchtern. Schämt euch, ihr Weisen. Das sind nun wieder von deinen Grillen, sagte Albert. Und du überspannst alles und hast wenigstens hier gewiss Unrecht, dass du den Selbstmord, wovon jetzt die Rede ist, mit großen Handlungen vergleichst, da man es doch für nichts anders als eine Schwäche halten kann. Denn freilich ist es leichter zu sterben, als ein qualvolles Leben standhaft zu ertragen. Diese Tätigkeit im diplomatischen Dienst wird ihm aber durch die Engherzigkeit und Pedanterie seines Vorgesetzten verleidet. Zudem stößt er als Bürgerlicher im höfischen Milieu auf Vorbehalte. Zum Beispiel muss er eine Abendgesellschaft verlassen, weil er nicht von Adel ist. Und auch bei einem Fürsten, der ihm gewogen ist, fühlt er sich unwohl. Also kehrt er nach Walheim zurück und hat beiläufig auch in der Zwischenzeit erfahren, dass Lotte und Albert geheiratet haben, ohne ihm Bescheid zu sagen, geschweige denn ihn zur Hochzeit einzuladen. Dennoch nimmt er nach einiger Zeit seine regelmäßigen Besuche bei Lotte wieder auf und nach einer längeren Pause schreibt er auch wieder regelmäßig an seinen Busenfreund Wilhelm. Da steigen wir jetzt ein. Es geht weiter mit seinen Briefen an Wilhelm. 19. Oktober 1772. Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke, die ich hier in meinem Busen fühle. Ich denke oft, wenn du sie nur einmal an dieses Herz drücken könntest, diese ganze Lücke würde ausgefüllt sein. 30. Oktober. Wenn ich nicht schon 100 Mal auf dem Punkte gestanden bin, ihr um den Hals zu fallen, weiß der große Gott, wie einem das tut, so viel Liebenswürdigkeit vor einem herumkreuzen zu sehen und nicht zugreifen zu dürfen. Und das Zugreifen ist doch der natürlichste Trieb der Menschheit. Greifen die Kinder nicht nach allem, was ihnen in den Sinn fällt? Und ich? 21. November. Sie sieht nicht, sie fühlt nicht, dass sie ein Gift bereitet, das mich und sie zugrunde richten wird. Und ich? Mit voller Wollust schlürfe den Becher aus, den sie mir zu meinem Verderben reicht. Was soll der gütige Blick, mit dem sie mich doch manchmal ansieht? Die Gefälligkeit, womit sie einen unwillkürlichen Ausdruck meines Gefühls aufnimmt. Das Mitleiden mit meiner Duldung, das sich auf ihrer Stirn zeichnet. Gestern, als ich wegging, reichte sie mir die Hand und sagte: Adieu, lieber Werther. Lieber Werther. Es war das erste Mal, dass sie mich lieber hieß. Und es ging mir durch Mark und Bein. Ich habe es mir 100 Mal wiederholt. Und gestern Nacht, da ich zu Bette gehen wollte und mit mir selbst allerlei schwatzte, sagte ich so auf einmal: Gute Nacht, lieber Werther. Und musste hernach selbst über mich lachen. 24. November. Sie fühlt, was ich dulde. Heute ist mir ihr Blick tief durchs Herz gedrungen. Ich fand sie allein. Ich sagte nichts und sie sah mich an. Und ich sah nicht mehr in ihr die liebliche Schönheit, nicht mehr das Leuchten des trefflichen Geistes. Das war alles vor meinen Augen verschwunden. Ein weit herrlicherer Blick wirkte auf mich, voll Ausdruck des innigsten Anteils, des süßesten Mitleids. Warum durfte ich mich nicht ihr zu Füßen werfen? Warum durfte ich nicht an ihrem Halse mit 1000 Küssen antworten? Sie nahm ihre Zuflucht zum Klavier und hauchte mit süßer, leiser Stimme harmonische Laute zu ihrem Spiele. Nie habe ich ihre Lippen so reizend gesehen. Es war, als wenn sie sich lechzend öffneten, jene süßen Töne in sich zu schlürfen, die aus dem Instrument hervorquollen. Und nur der heimliche Widerschall aus dem reinen Munde zurückklinge. Ja, wenn ich dir das so sagen könnte. Ich widerstand nicht länger, neigte mich und schwur,
Nie will ich es wagen, einen Kuss euch aufzudrücken, Lippen, auf denen die Geister des Himmels schweben. Und doch, ich will. Siehst du, das steht wie eine Scheidewand vor meiner Seele, dieser Seligkeit. Und dann untergegangen, diese Sünde abzulösen. Sünde. 12. Dezember. Lieber Wilhelm, ich bin in einem Zustande, in dem jene Unglücklichen gewesen sein müssen, von denen man glaubte, sie würden von einem bösen Geiste umhergetrieben. Manchmal ergreift mich's. Es ist nicht Angst, nicht Begier, es ist inneres, unbekanntes Toben, das meine Brust zu zerreißen droht, das mir die Gurgel zupresst. Wehe, wehe. Und dann schweife ich umher in den furchtbaren nächtlichen Szenen dieser menschenfeindlichen Jahreszeit. Gestern Abend musste ich hinaus. Es war plötzlich Tauwetter eingefallen. Ich hatte gehört, der Fluss sei übergetreten, alle Bäche geschwollen und vom Walheim herunter mein liebes Tal überschwemmt. Nachts, nach Eifel, rannte ich hinaus. Ein fürchterliches Schauspiel. Vom Fels herunter die wühlenden Fluten in dem Mondlichte wirbeln zu sehen. Über Äcker und Wiesen und Hecken und alles. Und das weite Tal hinauf und hinab. Eine stürmende See im Sausen des Windes. Und wenn dann der Mond wieder hervortrat und über der schwarzen Wolke ruhte. Und vor mir hinaus die Flut in fürchterlich herrlichem Widerschein rollte und klang. Da überfiel mich ein Schauer und wieder ein Sehnen. Ach, mit offenen Armen stand ich gegen den Abgrund und atmete hinab, hinab und verlor mich in der Wonne, meine Qualen, mein Leiden da hinabzustürmen, dahin zu brausen wie die Wellen. Und den Fuß vom Boden zu heben vermochtest du nicht und alle Qualen zu enden. Meine Uhr ist noch nicht ausgelaufen, ich fühle es. O Wilhelm, wie gern hätte ich mein Menschsein drum gegeben, mit jedem Sturmwinde die Wolken zu zerreißen, die Fluten zu fassen. Und wird nicht vielleicht dem Eingekerkerten einmal diese Wonne zuteil? Und wie ich wehmütig hinabsah auf ein Plätzchen, wo ich mit Lotten unter einer Weide geruht, auf einem heißen Spaziergange, das war auch überschwemmt. Und kaum, dass ich die Weide erkannte, Wilhelm, und ihre Wiesen, dachte ich, die Gegend um ihr Jagdhaus. Wie verstört jetzt vom reißenden Strome unsere Laube, dachte ich. Und der Vergangenheit Sonnenstrahl blickte herein, wie einem Gefangenen ein Traum von Herden, Wiesen und Ehrenämtern. Ich stand, ich schälte mich nicht, denn ich habe den Mut zu sterben. Ich hätte... Nun sitze ich hier. Wie ein altes Weib, das ihr Holz von Zäunen stoppelt und ihr Brot an den Türen, um ihr hinsterbendes, freudeloses Dasein noch einen Augenblick zu verlängern und zu erleichtern. 14. Dezember. Was ist das, mein Lieber? Ich erschrecke vor mir selbst. Ist nicht meine Liebe zu ihr die heiligste, reinste, brüderlichste Liebe? Habe ich jemals einen strafbaren Wunsch in meiner Seele gefühlt? Ich will nicht beteuern. Und nun träume. Oh, wie wahr fühlten die Menschen, die so widersprechende Wirkungen fremden Mächten zuschrieben. Diese Nacht, ich zittere es zu sagen, hielt ich sie in meinen Armen, fest an meinen Busen gedrückt, deckte ihren liebeslispelnden Mund mit unendlichen Küssen. Mein Auge schwamm in der Trunkenheit des ihrigen. Gott, bin ich strafbar, dass ich auch jetzt noch eine Seligkeit fühle, mir diese glühenden Freuden mit voller Innigkeit zurückzurufen? Lotte, Lotte. Und mit mir ist es aus. Meine Sinne verwirren sich. Schon 8 Tage habe ich keine Besinnungskraft mehr. Meine Augen sind voll Tränen. Ich bin nirgend wohl und überall wohl. Ich wünsche nichts. Verlange nichts. Mir wäre besser, ich ginge. So bis hierhin hat jetzt ja Werther gesprochen. Wir haben Auszüge aus seinen Briefen an seinen besten Freund Wilhelm gehört. Und an dieser Stelle im Roman
schaltet sich jetzt wieder der fiktive Herausgeber des Briefwechsels ein, in der Funktion des allwissenden Autors. Er versucht jetzt, das Geschehen auch aus der Sicht und dem Empfinden Lottes darzustellen. Was in dieser Zeit in Lottens Seele vorging, wie ihre Gesinnungen gegen ihren Mann, gegen ihren unglücklichen Freund gewesen, getrauen wir uns kaum mit Worten auszudrücken, ob wir uns gleich davon nach Kenntnis ihres Charakters wohl einen stillen Begriff machen können und eine schöne Seele sich in die ihrige denken und mit ihr empfinden kann. So viel ist gewiss. Sie war fest bei sich entschlossen, alles zu tun, um Wärtern zu entfernen. Und wenn sie zauderte, so war es eine herzliche, freundschaftliche Schonung, weil sie wusste, wie viel es ihm kosten, ja, dass es ihm beinahe unmöglich sein würde. Doch ward sie in dieser Zeit mehr gedrängt, ernst zu machen. Es schwieg ihr Mann ganz über dies Verhältnis, wie sie auch immer darüber geschwiegen hatte. Und umso mehr war ihr angelegen, ihm durch die Tat zu beweisen, wie ihre Gesinnungen der seinigen wert seien. An demselben Tage, als Werther den zuletzt eingeschalteten Brief an seinen Freund geschrieben, es war der Sonntag vor Weihnachten, kam er abends zu Lotten und fand sie allein. Sie beschäftigte sich, einige Spielwerke in Ordnung zu bringen, die sie ihren kleinen Geschwistern zum Christgeschenke zurechtgemacht hatte. Er redete von dem Vergnügen, das die Kleinen haben würden, und von den Zeiten, da einen die unerwartete Öffnung der Tür und die Erscheinung eines aufgeputzten Baumes mit Wachslichtern, Zuckerwerk und Äpfeln in paradiesische Entzückung setzte. Sie sollen, sagte Lotte, indem sie ihre Verlegenheit unter ein liebes Lächeln verbarg, sie sollen auch beschert kriegen, wenn sie recht geschickt sind, ein Wachsstöckchen und noch was. Und was heißen Sie geschickt sein? Rief er aus. Wie soll ich sein? Wie kann ich sein, beste Lotte? Donnerstagabend, sagte sie, ist Weihnachtsabend. Da kommen die Kinder, mein Vater auch. Da kriegt jedes das Seinige. Da kommen sie auch. Aber nicht eher. Werther stutzte. Ich bitte Sie, fuhr sie fort. Es ist nun einmal so, ich bitte um meiner Ruhe willen. Es kann nicht so bleiben. Er wendete seine Augen von ihr und ging in der Stube auf und ab und murmelte das »Es kann nicht so bleiben« zwischen den Zähnen. Lotte, die den schrecklichen Zustand fühlte, worein ihn diese Worte versetzt hatten, suchte durch allerlei Fragen seine Gedanken abzulenken, aber vergebens. »Nein, Lotte«, rief er aus, »ich werde Sie nicht wiedersehen.« »Warum das?« versetzte sie. »Werther, Sie müssen uns wiedersehen.« Nur mäßigen Sie sich. Oh, warum mussten Sie mit dieser Heftigkeit, dieser unbezwinglich haftenden Leidenschaft für alles, was Sie einmal anfassen, geboren werden? Ich bitte Sie, fuhr sie fort, indem sie ihn bei der Hand nahm, mäßigen Sie sich. Ihr Geist, Ihre Wissenschaften, Ihre Talente, was bieten die Ihnen für mannigfaltige Ergänzungen dar? Seien Sie ein Mann. Wenden Sie diese traurige Anhänglichkeit von einem Geschöpf, das nichts tun kann, als Sie bedauern. Er knirrte mit den Zähnen und sah sie düster an. Sie hielt seine Hand. Nur einen Augenblick ruhigen Sinn, Werther, sagte sie. Fühlen Sie nicht, dass Sie sich betrieben, sich mit Willen zugrunde richten? Warum denn mich, Werther? Just mich? Das Eigentum eines anderen. Just das. Ich fürchte, es ist nur die Unmöglichkeit, mich zu besitzen, die Ihnen diesen Wunsch so reizend macht. Er zog seine Hand aus der ihrigen, indem er sie mit einem starren, unwilligen Blick ansah. Weise, rief er, sehr weise. Hat vielleicht Albert diese Anmerkung gemacht? Politisch, sehr politisch. Es kann sie jeder machen, versetzte sie drauf. Und sollte denn in der weiten Welt kein Mädchen sein, das die Wünsche ihres Herzens erfüllte? Gewinnen Sie es über sich. Suchen Sie danach. Und ich schwöre Ihnen,
Sie werden sie finden. Denn schon lange ängstigt mich für Sie und uns die Einschränkung, in die Sie sich diese Zeit her selbst gebannt haben. Gewinnen Sie über sich. Eine Reise wird sie, muss sie zerstreuen. Suchen Sie, finden Sie einen werten Gegenstand Ihrer Liebe. Und kehren Sie zurück und lassen Sie uns zusammen die Seligkeit einer wahren Freundschaft genießen. Das könnte man, sagte er mit einem kalten Lachen, drucken lassen und allen Hofmeistern empfehlen. Liebe Lotte, lassen Sie mir noch ein klein wenig Ruhe. Es wird alles werden. Nur das, Werther, dass Sie nicht eher kommen als Weihnachtsabend. Er wollte antworten und Albert trat in die Stube. Man bot sich einen frostigen guten Abend und ging verlegen im Zimmer nebeneinander auf und nieder. Werther fing einen unbedeutenden Diskurs an, der bald aus war. Albert desgleichen, der sodann seine Frau nach gewissen Aufträgen fragte und, als er hörte, sie seien noch nicht ausgerichtet, ihr einige Worte sagte, die Werthern kalt, ja gar hart vorkamen. Er wollte gehen, er konnte nicht und zauderte bis 8, da sich denn sein Unmut und Unwillen immer vermehrte, bis der Tisch gedeckt wurde und er Hut und Stock nahm. Albert lud ihn zu bleiben, er aber, der nur ein unbedeutendes Kompliment zu hören glaubte, dankte kalt dagegen und ging weg. Bis dahin. Abgesagt worden, dass Werther vor Weihnachtsabend nicht wiederkommen werde. Und Albert war zu einem Beamten in der Nachbarschaft geritten, mit dem er Geschäfte abzutun hatte und wo er über Nacht ausbleiben musste. Sie saß nun allein. Keins von ihren Geschwistern war um sie. Sie überließ sich ihren Gedanken, die still über ihren Verhältnissen herumschweiften. Sie sah sich nun mit dem Mann auf ewig verbunden, dessen Liebe und Treue sie kannte, dem sie von Herzen zugetan war, dessen Ruhe, dessen Zuverlässigkeit recht vom Himmel dazu bestimmt zu sein schien, dass eine wackere Frau das Glück ihres Lebens darauf gründen sollte. Sie fühlte, was er ihr und ihren Kindern auf immer sein würde. Auf der anderen Seite war ihr Werther so teuer geworden. Gleich von dem ersten Augenblick ihrer Bekanntschaft an hatte sich die Übereinstimmung ihrer Gemüter so schön gezeigt. Der lange dauernde Umgang mit ihm, so manche durchlebte Situationen, hatten einen unauslöschlichen Eindruck auf ihr Herz gemacht. Alles, was sie Interessantes fühlte und dachte, war sie gewohnt, mit ihm zu teilen. Und seine Entfernung drohte, in ihr ganzes Wesen eine Lücke zu reißen, die nicht wieder ausgefüllt werden konnte. Hätte sie ihn in dem Augenblick zum Bruder umwandeln können, wie glücklich wäre sie gewesen. Hätte sie ihn einer ihrer Freundinnen verheiraten dürfen, hätte sie hoffen können, auch sein Verhältnis gegen Albert ganz wiederherzustellen. Sie hatte ihre Freundinnen der Reihe nach durchgedacht und fand bei einer jeglichen etwas auszusetzen, fand keine, der sie ihm gegönnt hätte. Über allen diesen Betrachtungen fühlte sie erst tief, ohne sich es deutlich zu machen, dass ihr herzliches, heimliches Verlangen sei, ihn für sich zu behalten. Und sagte sich daneben, dass sie ihn nicht behalten könne, behalten dürfe. Ihr reines, schönes, sonst so leichtes und leicht sich helfendes Gemüt empfand den Druck einer Schwermut, dem die Aussicht zum Glück verschlossen ist. Ihr Herz war gepresst und eine trübe Wolke lag über ihrem Auge. So war es 7:30 geworden, als sie Werthern die Treppe heraufkommen hörte und seinen Tritt, seine Stimme, die nach ihr fragte, bald erkannte. Wie schlug ihr Herz? Und wir dürfen sagen, zum ersten Mal bei seiner Ankunft. Sie hätte sich gern vor ihm verleugnen lassen. Und als er hereintrat, rief sie ihm mit einer Art von leidenschaftlicher Verwirrung entgegen. Sie haben nicht Wort gehalten. Ich habe nichts versprochen, war seine Antwort. So hätten Sie wenigstens meiner Bitte stattgeben sollen, versetzte sie. Ich bat Sie um unser beider Ruhe.
wusste nicht recht, was sie sagte, ebenso wenig, was sie tat, als sie nach einigen Freundinnen schickte, um nicht mit Wärtern allein zu sein. Er legte einige Bücher hin, die er gebracht hatte, fragte nach anderen, und sie wünschte bald, dass ihre Freundinnen kommen, bald, dass sie wegbleiben möchten. Das Mädchen kam zurück und brachte die Nachricht, dass sich beide entschuldigen ließen. Sie wollte das Mädchen mit ihrer Arbeit in das Nebenzimmer sitzen lassen. Dann besann sie sich wieder anders. Werther ging in der Stube auf und ab. Sie trat ans Klavier und fing ein Menuett an. Es wollte nicht fließen. Sie nahm sich zusammen und setzte sich gelassen zu Werthern, der seinen gewöhnlichen Platz auf dem Kanapee eingenommen hatte. »Haben Sie nichts zu lesen?«, sagte sie. Er hatte nichts. »Da drin, in meiner Schublade«, fing sie an, »liegt Ihre Übersetzung einiger Gesänge Ossians. Ich habe sie noch nicht gelesen, denn ich hoffte immer, sie von Ihnen zu hören. Aber seither hat sich's nicht finden, nicht machen wollen.« Er lächelte, holte die Lieder, ein Schauer überfiel ihn, als er sie in die Hände nahm, und die Augen standen ihm voll Tränen, als er hineinsah. Er setzte sich nieder und las. Ich sage jetzt kurz was zu diesen Gesängen des Ossians, die Werther jetzt liest. Mhm. Das ist ein vorgeblich altgälischer Dichter, dieser Ossian, dessen Werke gerade erst entdeckt und 1764 erstmals in deutscher Übersetzung erschienen waren. Goethe war ebenso wie Schiller und andere Intellektuelle seiner Generation von diesen altkeltischen Mythen sehr angetan, weil sie so wunderbar in die Zeitstimmung der Empfindsamkeit sowie des Sturm und Drangs hineinpassen. Eine regelrechte Keltomanie machte sich in Europa breit. Später stellte sich aber heraus, dass die Gesänge des Ossian komplett von einem schottischen Autor und Politiker namens James Macpherson erfunden worden waren. Goethe hielt sie für echt und übersetzte sie. Ein Auszug findet sich hier im Werther und gleich hören wir auch noch ein kurzes Stück daraus. Jetzt geht's erstmal weiter. Ein Strom von Tränen, der aus Lottens Augen brach und ihrem gepressten Herzen Luft machte, hemmte Werthers Gesang. Er warf das Papier hin, fasste ihre Hand und weinte die bittersten Tränen. Lotte ruhte auf der anderen und verbarg ihre Augen ins Schnupftuch. Die Bewegung beider war fürchterlich. Sie fühlten ihr eigenes Elend in dem Schicksale der Edlen, fühlten es zusammen und ihre Tränen vereinigten sich. Die Lippen und Augen Werthers glühten an Lottens Armen. Ein Schauer überfiel sie. Sie wollte sich entfernen, und Schmerz und Anteil lagen betäubend wie Blei auf ihr. Sie atmete sich zu erholen und bat ihn, schluchzend fortzufahren, bat mit der ganzen Stimme des Himmels. Werther zitterte, sein Herz wollte bersten. Er hob das Blatt auf und las, halb gebrochen: »Warum wächst du nicht, Frühlingsluft? Du buhlst und sprichst, ich betaue mit Tropfen des Himmels, aber die Zeit meines Welkens ist nahe, nahe der Sturm, der meine Blätter herabstört. Morgen wird der Wanderer kommen, der mich sah in meiner Schönheit. Ringsum wird sein Auge im Felde mich suchen und wird mich nicht finden.« Die ganze Gewalt dieser Worte fiel über den Unglücklichen. Er warf sich vor Lotten nieder in der vollen Verzweiflung, fasste ihre Hände, drückte sie in seine Augen, wieder seine Stirn, und ihr schien eine Ahnung seines schrecklichen Vorhabens durch die Seele zu fliegen. Ihre Sinne verwirrten sich. Sie drückte seine Hände, drückte sie wieder ihre Brust, neigte sich mit einer wehmütigen Bewegung zu ihm, und ihre glühenden Wangen berührten sich. Die Welt verging ihnen. Er schlang seine Arme um sie her, presste sie an seine Brust und deckte ihre zitternden, stammelnden Lippen mit wütenden Küssen. »Werther!« rief sie mit erstickter Stimme, sich abwendend. »Werther!« und drückte mit schwacher Hand seine Brust von der ihrigen. »Werther!« rief sie mit dem gefassten Tone des edelsten Gefühles. Er widerstand nicht, ließ sie sich aus seinen Armen und warf sich unsinnig vor sie hin. Sie riss sich auf und in ängstlicher Verwirrung, bebend zwischen Liebe und Zorn, sagte sie: »Das ist das letzte Mal, Werther! Sie sehen mich nicht wieder!« Und mit dem vollsten Blick der Liebe auf den Elenden
eilte sie ins Nebenzimmer und schloss hinter sich zu. Werther streckte ihr die Arme nach, getraute sich nicht, sie zu halten. Er lag an der Erde, den Kopf auf dem Kanapee, und in dieser Stellung blieb er über eine halbe Stunde, bis ihn ein Geräusch zu sich selbst rief. Es war das Mädchen, das den Tisch decken wollte. Er ging im Zimmer auf und ab, und da er sich wieder allein sah, ging er zur Türe des Kabinetts und rief mit leiser Stimme: Lotte? Lotte? Nur noch ein Wort. Ein Lebewohl. Sie schwieg. Er harrte und bat und harrte. Dann riss er sich weg und rief: Lebewohl, Lotte. Auf ewig. Lebewohl. Er kam ans Stadttor. Die Wächter, die ihn schon gewohnt waren, ließen ihn stillschweigend hinaus. Es stiebte zwischen Regen und Schnee, und erst gegen Eilfe klopfte er wieder. Sein Diener bemerkte, als Werther nach Hause kam, dass seinem Herrn der Hut fehlte. Er getraute sich nicht, etwas zu sagen, entkleidete ihn, alles war nass. Man hat nachher den Hut auf einem Felsen, der an dem Abhange des Hügels ins Tal sieht, gefunden. Und es ist unbegreiflich, wie er ihn in einer finstern, feuchten Nacht, ohne zu stürzen, erstiegen hat. Er legte sich zu Bette und schlief lange. Der Bediente fand ihn schreibend, als er ihm den anderen Morgen auf sein Rufen den Kaffee brachte. So, jetzt haben wir die dramatische Schlussphase des Romans erreicht. Werther schreibt noch einen Brief an Lotte, den Abschiedsbrief. Gegen 11 Uhr schickt er seinen Bedienten zu Albert mit einem Zettelchen, auf dem steht: Wollten Sie mir wohl zu einer vorhabenden Reise Ihre Pistolen leihen? Leben Sie recht wohl. Der Knabe bringt das Papier zu Albert. Der dreht sich zu seiner Frau um und sagt: Gib ihm die Pistolen. Und zu dem Jungen sagt er: Ich lasse ihm glückliche Reise wünschen. Lotte zittert. Sie ahnt nichts Gutes. Werther zerreißt noch viele seiner Papiere und schreibt einen Abschiedsbrief an den Freund Wilhelm. Auf dem Pult liegt ein Exemplar des bürgerlichen Trauerspiels Emilia Galotti von Gotthold Ephraim Lessing. Das Buch ist druckfrisch, es ist 1772 erschienen und behandelt eine Liebesaffäre, die ebenfalls an gesellschaftlichen Konventionen scheitert und tragisch endet. In der Nacht hört dann ein Nachbar einen Schuss fallen, am Morgen um 6 findet der Bediente seinen Herrn auf dem Boden im Blut. Er röchelt noch. Und jetzt hören wir noch einmal den Herausgeber des Romans zum Schluss. Als der Medikus zu dem Unglücklichen kam, fand er ihn an der Erde, ohne Rettung. Der Puls schlug, die Glieder waren alle gelähmt. Über dem rechten Auge hatte er sich durch den Kopf geschossen. Das Gehirn war herausgetrieben. Man ließ ihm zum Überfluss eine Ader am Arme. Das Blut lief, er holte noch immer Atem. Aus dem Blut auf der Lehne des Sessels konnte man schließen, er habe sitzend vor dem Schreibtische die Tat vollbracht. Dann ist er heruntergesunken, er hat sich konvulsivisch um den Stuhl herumgewälzt, er lag gegen das Fenster, entkräftet auf dem Rücken, war in völliger Kleidung, gestiefelt, im blauen Frack. Mit gelber Weste. Das Haus, die Nachbarschaft, die Stadt kamen in Aufruhr. Albert trat herein. Werthern hatte man auf das Bett gelegt, die Stirn verbunden, sein Gesicht schon wie eines Toten. Er rührte kein Glied. Die Lunge röchelte noch, fürchterlich, bald schwach, bald stärker. Man erwartete sein Ende. Von dem Weine hatte er nur ein Glas getrunken. Emilia Galotti lag auf dem Pulte aufgeschlagen. Von Alberts Bestürzung, von Lottens Jammer, lasst mich nichts sagen. Der alte Amtmann kam auf die Nachricht hereingesprengt. Er küsste den Sterbenden unter den heißesten Tränen. Seine ältesten Söhne kamen bald nach ihm zu Fuße. Sie fielen neben dem Bette nieder, im Ausdrucke des unbändigsten Schmerzens, küssten ihm die Hände und den Mund, und der Älteste, den er immer am meisten geliebt, hing an seinen Lippen, bis er verschieden war und
man den Knaben mit Gewalt wegriss. Um 12 Uhr mittags starb er. Die Gegenwart des Amtmannes und seine Anstalten tuschten einen Auflauf. Nachts, gegen Eilfe, ließ er ihn an die Stätte begraben, die er sich erwählt hatte. Der Alte folgte der Leiche und die Söhne. Albert vermocht's nicht. Man fürchtete für Lottens Leben. Handwerker trugen ihn. Kein Geistlicher hat ihn begleitet.